Im Übergang Schule-Hochschule sind Schüler mit einer Vielzahl von Informationen konfrontiert. Es geht hier häufig um die Frage, soll ich überhaupt studieren und wenn ja, welches Studienfach? Dabei fühlen sich ein Viertel aller Schüler nicht umfassend genug informiert und haben Schwierigkeiten, sich realistisch selber einzuschätzen. Hinzu kommt, dass die Vielzahl der Fächer natürlich maßgeblich zugenommen hat und für den Schüler häufig nicht erkennbar ist, welches der Fächer passt denn eigentlich zu meinen Interessen, zu meinen Neigungen und zu meinen Fähigkeiten. Das ist ein Problem, was in der Folge dazu führen kann, dass Schüler, die das falsche Studienfach wählen, das Studium abbrechen oder das Studienfach wechseln. Wir wissen, dass fast 40% aller Studienanfänger ihre ursprüngliche Entscheidung revidieren. Und das macht natürlich in der Folge einiges an wirtschaftlichen Schwierigkeiten und natürlich auch an Unzufriedenheit. Die Jugendlichen verlieren Zeit und der Staat verliert an der Stelle durchaus auch Ressourcen. Ein Mangel an Informationen kann de facto zu Unzufriedenheit mit den Studieninhalten führen und damit letztlich zum Abbruch des Studiums. Self-Assessments unterstützen bei der Studienfachwahl, weil sie anregen, den Schüler anregen, über sich selbst nachzudenken. Sie geben Hilfestellung bei einer strukturierten Selbstreflexion. Das ist ganz wichtig abzugrenzen von einer Testsituation, wo jemand dem Schüler sozusagen auf die Finger schaut. Also für uns ist es ganz wichtig, diese Auseinandersetzung mit eigenen Interessen, Stärken und Schwächen und auch seinen vielleicht Verhaltenstendenzen, die Selbstverantwortung des Schülers ganz oben anzustellen. Das soll ihn in die Lage versetzen, sich selber besser kennenzulernen, und zwar in Bereichen, die für ein Studium später von Bedeutung sein können. Er bekommt, wenn er dieses Self-Assessment durchläuft, eine unmittelbare, objektive Rückmeldung und bekommt Hinweise darauf, welche Studienfächer beispielsweise für ihn interessant sein könnten. Dazu kann man sagen, dass viele Jahre diagnostischer Arbeit gezeigt haben, dass Leistungstests zwar in der Lage sind, vorherzusagen, ob jemand sein Studium mit einer guten Note abschließt, dass aber nicht so gut die Vorhersage gelingt, ob jemand überhaupt zufrieden studiert und ob jemand sein Studium überhaupt zu Ende bringt. Das heißt, die Fluktuation, die es an den Universitäten in den Fächern häufig gibt, ist nicht gut in den Griff zu bekommen mit Leistungstests, also beispielsweise Intelligenztests oder anderen Leistungsdiagnostika. Insofern hoffen wir auch ein Stück weit mit den Self-Assessments und der Verantwortung, die wir in die Hände legen, derer, die die Informationen suchen, gerade an dieser Stellschraube ein Stück weit zu drehen und mehr Zufriedenheit in die Studienfächer zu bringen. Der Interessentest basiert auf der Theorie beruflicher Interessen von John Holland und erfasst sechs grundlegende Bereiche der Interessen, die im Kontext der Berufswahl oder im Kontext der Studienfachwahl relevant sind und von Bedeutung sind. Und man kann den Interessentest einmal einsetzen, um das Interessenprofil einer Person zu bestimmen. Da wird dann ermittelt, wie das Interesse der Person in diesen sechs Bereichen ausgeprägt ist. Und man kann den Interessentest einsetzen, um eine Umwelt zu beschreiben. Das kann dann ein Beruf sein oder ein Studiengang, ein Studienfach. Und da wird dann ermittelt, wie wichtig die unterschiedlichen Interessenorientierungen in diesem Beruf oder in dieser Umwelt sind. Und dadurch ermöglicht der Interessentest auch einen Abgleich oder eine Passung zwischen einer Person und einem Studiengang oder einem Beruf zu ermitteln und darüber eine Rückmeldung zu geben. Der Interessentest besteht aus 48 Tätigkeitsbeschreibungen, die den sechs grundlegenden Interessensbereichen zugeordnet sind. Und wenn das individuelle Profil einer Person ermittelt wird, dann gibt die Person für all diese Tätigkeiten an, wie interessant sie die Tätigkeiten findet, beziehungsweise wie gern sie selbst diese Tätigkeiten ausführen würde. Wenn man die Struktur einer Umwelt bestimmen möchte, also einen Beruf beschreiben oder einen Studiengang charakterisieren, dann würde eine Expertenperson die gleichen Tätigkeiten einschätzen und dabei angeben, wie wichtig die einzelnen Tätigkeiten in diesem Beruf oder in diesem Studiengang sind. Der Interessentest ist als Online-Self-Assessment konzipiert, das heißt, er kann über das Internet aufgerufen und bearbeitet werden. Während des Tests werden eben diese Tätigkeiten eingeschätzt. Und direkt im Anschluss an die Bearbeitung bekommt man automatisiert eine individuelle Rückmeldung, die dann die Testergebnisse darstellt und erklärt.
Zum Beispiel an der Universität des Saarlandes haben wir den Interessentest eingebettet in den Study Finder und dort ist das Self-Assessment in ein Informationsportal eingebettet. Das heißt, das gibt die zusätzliche Möglichkeit, das Ergebnis des Tests in Verbindung zu bringen mit Informationsmöglichkeiten zu den Studienangeboten der Universität, sodass man dann auf der Rückmeldung basierend die Studiengänge genannt bekommt, die interessant sind und man kann dann gleich sich über diese Studiengänge informieren. Die Rückmeldung besteht einmal aus einem individuellen Profil. Das sind die Informationen, in welchen Bereichen mein eigenes Interesse am stärksten ausgeprägt ist und ein paar Erklärungen zu diesen Interessensbereichen. Und der zweite Teil der Rückmeldung bezieht sich dann auf eine Empfehlung der Studiengänge der jeweiligen Universität oder Hochschule. Und hier wird mir angezeigt, für welche Studienfelder mein Interesse am höchsten ausgeprägt ist. Die Empfehlung der Studienfelder basiert auf Experteneinschätzungen. Dabei werden Experten, zum Beispiel Professoren oder Dozenten, zunächst gebeten, die einzelnen Studiengänge einzuschätzen. Und basierend auf diesen Einschätzungen werden dann die Studiengänge zu homogenen Studienfeldern gruppiert. Und diese Einschätzungen sind die Grundlage für die Auswertung, bei der dann für die Person ermittelt wird, wie stark das Interesse für die unterschiedlichen Studienfelder ausgeprägt ist. Und es wird dann rückgemeldet, in welchen drei Bereichen oder Studienfeldern das Interesse am stärksten ausgeprägt ist und welche Studiengänge der jeweiligen Universität oder Hochschule zu dieser Person oder zu den Interessen der Person am besten passen. Der Interessentest ist ein Online-Interessentest, das heißt also, er ist internetgestützt und wir versuchen eben über die Nutzung von innovativen Technologien, über das Internet, über die Integration in unterschiedlichste Formate, die das Internet uns anbietet, eben einen breiten Zugang und damit dem Self-Assessment oder dem Online-Interessentest zugrunde liegenden Konstrukt, dass nämlich Menschen und Schülerinnen und Schüler diesen selbst nutzen können, darüber einen breiten Zugang zu ermöglichen. Bedeutet also ganz konkret, wir versuchen das Nutzungsverhalten von Schülerinnen und Schülern zu unterstützen, von denen wir wissen, dass sie eben in hohem Maße medienaffin sind. Die Generation Y, wie sie heute ja genannt wird, zeigt dort und weist dort eine hohe Medienaffinität aus. Und wir versuchen, den Ansatz des Interessentests eben dorthin zu bringen, wo die Schülerinnen und Schüler eben heute sind. Dazu nutzen wir aus der technologischen Perspektive einerseits klassische Web-Technologien. Das heißt also, das, was Sie gängigerweise über Browser kennen, wird selbstverständlich angeboten. Das System, die Technologie als Basis für den Interessentest ist unabhängig von jedem Browser, kann, um es positiv rumzudrehen, von jedem Browser in jeder beliebigen Art und Weise genutzt werden, kann beliebig integriert werden, beispielsweise in das Portal der Universität Würzburg, in Portale von Fachrichtungen, von Fakultäten, eben dort, wo man es gerade nutzen will. Diese Integrationsfähigkeit ist Punkt 1 gegeben. Punkt 2 ist, dass wir durch das veränderte Nutzungsverhalten von Schülerinnen und Schülern und von Studieninteressierten wissen, dass wir diese Dinge auch heute schon über mobile Endgeräte anbieten müssen, über Smartphones, über Tablet-PCs beispielsweise. Auch dies bietet die Technologie. Sie werden, sobald Sie diese Technologie nutzen, auch sozusagen eine eigene App haben für den Online-Interessentest, der dann von der Universität Würzburg angeboten werden kann und der dann auch Schülerinnen und Schülern und Studieninteressierten zur Nutzung des Interessentests auch zur Verfügung gestellt werden kann. Der dritte Kommunikationschannel, den wir ebenfalls technologisch anbieten, ist die Integration dieser Entwicklung in Social Networks und Social Media entsprechend. Auch da wissen wir, Stichwort Nutzungsverhalten im Bereich von Facebook, von LinkedIn, von SchülerVZ, von StudiVZ. Dort gibt es sehr viel Aktivität, gerade bezogen auf diese Zielgruppe, die man bei den Studieninteressierten im Blick hat. Und die Technologie ist auch dort vollständig integrierbar. Das heißt also, ich will es nochmal zusammenfassend darstellen, wir versuchen eben über verschiedene Kommunikationskanäle, eben sogenannte Multi-Channels, diese Applikation des Interessentests eben an die Zielgruppe, die wir versuchen anzusprechen, zu bekommen. Und da wir nicht wissen, über welche Kanäle sie wiederum letztlich auf das Studienangebot der Universität Würzburg aufmerksam werden, sollte man halt eben auch versuchen, dies so optimalerweise vorzuhalten.
Die Technologie selbst ist derart, dass sie, wie wir dazu sagen, sehr frei skalierbar ist. Wir haben Nutzungsumfänge, die weit über 30.000 Zugriffe beispielsweise pro Semester für einen Standort alleine ausmachen. Auch hier ist es so, wenn es breite Zugriffe gibt, auch zeitgleiche Zugriffe gibt, ist das für die Technologie ganz gleich. Ob ich die über mobile Endgeräte, über Browser, über entsprechende soziale Netzwerke nutze, ist das relativ unkritisch. Und wichtig ist vor allem aber auch, dass es nicht nur breit verfügbar ist, sondern dass alle Daten, die darüber gesammelt werden, dann wiederum zentral in einer Datenbank zusammenlaufen, sodass sie letztendlich beispielsweise von der Studienberatung oder von zentralen Stellen, die für entsprechende Studienempfehlungen und für die Betreuung und Beratung von Studieninteressierten zuständig sind, genutzt werden können, bis hin zu entsprechenden statistischen Auswertungen. Immer selbstverständlich, auch das ist für das System wichtig, grundlegend unter Beachtung von Datenschutzrichtlinien und jeder Policy, die halt eben notwendig ist. Letztlich übergeben wir am Ende der Aktivität gemeinsam mit der Universität Würzburg die Gesamttechnologie, den Quellcode, der dieser Technologie zugrunde liegt, für die unterschiedlichen Angebote, mobil etc., übergeben wir vollständig an die Universität Würzburg. Die Technologie ist auf Open-Source-Basis programmiert. Jeder kann also sich diesen Quellcode anschauen. Es gibt eine Community, die dies auch entsprechend weiter trägt und treibt und basiert auf einem Open-Access-Ansatz. Es gibt eine vollständige Dokumentation, selbstverständlich, sodass auch die Universität Würzburg autonom letztlich in der Lage ist, wenn sie dies denn möchte, diese Programmierung und die Entwicklung der Technologie auch nach eigenen Bedürfnissen auch in 2013, 2014 und folgende denn voranzutreiben, auch ganz unabhängig letztlich denn halt eben von uns. Im Projektzeitraum jetzt, also in den nächsten Monaten, wird man zunächst einmal die Technologie nutzen, die wir über unsere Server anbieten, sodass die Universität Würzburg sehr rasch in die Lage versetzt wird, eben diese Applikation, diesen Online-Interessentest auch wirklich faktisch zu nutzen. Und im ersten Schritt geht es jetzt erstmal darum, die psychologischen Grundlagen zu erheben für den eigentlichen Interessentest. Diesen überführen wir dann sehr schnell in die entsprechende Technologie, sodass ich sehr überzeugt davon bin, dass wir schon zum Ende des Jahres spätestens die ersten Angebote der Universität Würzburg technologiebasiert über das Internet oder über mobile Endgeräte und soziale Netzwerke zur Verfügung stellen können.